Herzlich willkommen bei Swiss Physio. Allgemeine Mobilisation der unteren Extremität im Stand. Wichtig ist, dass Sie eine sichere Ausgangsposition haben. Stellen Sie einen Stuhl vor sich, damit Sie sich falls nötig festhalten können. Erste Übung. Stellen Sie Ihre Beine hüftbreit auseinander, halten Sie sich an der Stuhllehne fest und machen Sie eine Kniebeuge. Achten Sie auf Ihre Körperspannung und atmen Sie ruhig ein und aus. Wiederholen Sie diese Übung 10-mal. Zweite Übung. Ziehen Sie Ihre Knie langsam und kontrolliert zur Stuhllehne hoch. Versuchen Sie, Ihr Becken gerade und stabil zu halten und achten Sie darauf, dass Ihr Becken nicht zu einer Seite kippt. Wiederholen Sie diese Bewegung 5-mal pro Seite. Dritte Übung. Machen Sie im Wechsel einen Ausfallschritt nach hinten und achten Sie dabei darauf, dass Sie das Knie Ihres Standbeins leicht anbeugen. Wichtig ist, dass Sie Ihr Bein nur so weit nach hinten strecken, dass Sie kein Hohlkreuz machen, und achten Sie darauf, dass Ihr Oberkörper gerade bleibt. Wiederholen Sie diese Bewegung 5-mal pro Seite. Vierte Übung. Bei dieser Übung kombinieren Sie die letzten beiden Übungen miteinander. Ziehen Sie Ihr rechtes Knie zur Stuhllehne hoch und strecken Sie es anschließend nach hinten. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr linkes Knie leicht anbeugen. Wiederholen Sie diese Bewegung 5-mal, danach wechseln Sie das Standbein. Fünfte Übung. Machen Sie im Wechsel einen Ausfallschritt zur Seite und verlagern Sie dabei Ihr Gewicht leicht zur jeweiligen Seite. Wiederholen Sie diese Bewegung 5-mal pro Seite. Wir hoffen, Ihnen hat unser Video gefallen. Bleiben Sie aktiv und mobil, Ihr Swiss Physio Team.